Hi, wir stehen hier zwischen Uni und Fachhochschule Bielefeld. Das ist hier der Ausgangspunkt dafür, dass wir Wissenschaftsstadt werden und dass wir dieses Jahr das dritte Mal die Geniale feiern können. Da bin ich auch wieder mit einem Beitrag dabei, weil ich finde, dass es eine gute Möglichkeit ist, seine Begeisterung für Wissenschaft zu zeigen. Als Bundestagsabgeordnete will ich mich auch weiter dem Thema widmen. Da wird es mir darum gehen, dass wir diskutieren, wie wir die Lehre an Hochschulen verbessern können, wie wir die Studienbedingungen und Arbeitsbedingungen an Hochschulen und in der Wissenschaft verbessern können und auch, was Politik für den Wissenschaftsstandort in Bielefeld tun kann. Dazu kann ich viel beitragen, weil ich lange selber die Interessen der Studierenden und der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Gremien vertreten habe, weil ich hier studiert und gearbeitet habe. Diese Erfahrung bringe ich mit, aber auch als Bundestagsabgeordnete will ich weiter ansprechbar sein für die Belange der Studierenden und der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Meine Bielefeld-Idee. Gemeinsam mit Studierenden will ich an den Hochschulen einen regelmäßigen Austausch organisieren, um zu diskutieren, wie sich unser Hochschulsystem weiterentwickeln kann. Ich werde mich in Berlin für mehr Bundesmitteln einsetzen und mich aktiv darum bemühen, dass wir mehr außeruniversitäre Forschungseinrichtungen nach Bielefeld bekommen. Ich will ein Bindeglied sein zwischen der Stadt und der Wissenschaftscommunity. Dafür bringe ich dreierlei mit: meine Erfahrung als Wissenschaftlerin, meine Erfahrung als Kommunalpolitikerin und ein bundesweites Netzwerk in der Wissenschaftscommunity und in der Wissenschaftspolitik. Lasst uns darüber ins Gespräch kommen. Was ist deine Bielefeld-Idee?